Okay, hallo, ich bin Mario Krone, bin seit 1.10. in der Box hier in der Leipziger Straße. Und wer denkt, dass wir bloß 4 Wochen hier sind in der Box? Nein, das ist dem nicht so. Ich bin mindestens bis 31. Dezember hier in der Box, stehe für eure Vierbeier zur Verfügung und würde mich freuen, alle Hundebesitzer mal in der Box begrüßen zu können, um mein Sortiment zu vervielfältigen, beziehungsweise Ideen, Inputs zu bekommen. Des Weiteren bin ich Betreiber einer mobilen stationären Hundeschule hier in Glauchau. Ja, ich möchte mit der Box ein Kommunikationszentrum schaffen für Hundefreunde. Der Renner zurzeit bei uns im Laden sind Halsbänder, Unikate von Leinkaoten, einer unserer Partner, die handgefertigte Lederleinen machen in verschiedensten Farben, Formen und das kam sehr gut an. Ich muss sagen, die haben wir gut verkauft, gern noch mehr. Und weil jeder Hund ja ein Unikat ist, sollte jeder Hund auch eine richtige Leine haben oder ein vernünftiges Halsband haben, was eben die Persönlichkeit des Hundes unterstreicht. Ja, bei uns im Laden gibt es des Weiteren, außer die Leinen von Leinkaoten, natürlich alle Sachen, die so die Vierbeiner brauchen, zum Beispiel Näpfe, Schlafplätze, Futter, verschiedene Futtersorten, Schleppleinen, Futterbeutel, Klicker und so weiter und so fort. Jeder Hundehalter weiß, gibt ja viel Hundebedarfsartikel und die kann man in so einen kleinen Laden nicht reinstopfen. Deswegen sind wir ganz interessiert daran, dass ja, wir Input von den Hundehaltern bekommen, was wir in den Laden reinnehmen können, was praktisch wäre für Glauchau. Ja, die Adventskalender sind auch eine sehr schöne Sache. Die erste Lieferung ist jetzt durch. Wir hatten jetzt letzte Woche die neue Lieferung bekommen. Ist jeweils einmal Fisch und einmal Fleisch Leckerlis drin. Sind zum Preis von 24,99 zu erhalten. Und sind wieder da für Freunde, die keinen mehr bekommen haben. Das Feedback läuft sehr gut. Dadurch, dass wir eben nicht alle Artikel vorrätig haben, kommen die noch als zweite Mal rein, aber sind sehr begeistert von dem Laden, gute Inneneinrichtungen. Wir haben das Gros an Artikeln da und von daher gutes Feedback. Gleichwohl auch ein Feedback für die Hundeschule. Die Hundeschule wird nach wie vor frequentiert. Also wir haben schon die Ansätze für eine Kommunikation zum Thema Hund hier in Glauchau stark vertreten. Ja, ein Resümee nach den ersten 2 Wochen kann man insofern ziehen, dass die erste Woche sehr gut angenommen wurde durch die Kunden der Hundeschule hier in Glauchau. Dadurch war es natürlich auch möglich, Kunden aus Zwickau und Chemnitz zu generieren, da ich ja in ganz Sachsen unterwegs bin mit der mobilen Hundeschule. Und die stationäre Hundeschule in Glauchau, ja, da sind eben die Hundebesitzer hier gewesen, haben mich sehr unterstützt. Freue mich auch, dass Kunden mit Kundinnen der Hundeschule mich jetzt die ersten 3 Monate hier unterstützt. In dem Zusammenhang würde ich auch noch fragen oder einen Aufruf starten an Hundehalter, Hundehalterinnen, die gerne verkaufen wollen, hier vielleicht mal vorbeizukommen. Vielleicht gibt es sich eine Möglichkeit, dass man, sage ich mal, hier einen Verkaufsstart machen kann als Mitarbeiter bei Hundetraining Krone, um ja eine Möglichkeit haben, seine Existenz zu gestalten. Nach dem 31.12. Hatte ich mir vorgestellt, diese Synergieeffekte hier weiterhin zu nutzen, um ein Ladengeschäft weiter zu betreiben in Glauchau für Tierbedarfshandel im Allgemeinen, nicht nur für Hunde, sondern auch für Katzen und Vögel und alles, was so Tierbedarf im Großen und Ganzen beinhaltet. Dazu wäre es schön, ein größeres Ladengeschäft zu haben. Und da müssen wir dann halt schauen, so Ende Dezember,
wie war die Nachfrage hier vor Ort, wie sind die Interessen. Und daher können wir dann im Dezember eine Entscheidung treffen, um den Laden fortzuführen. Na? Hauptaugenmerk ist wirklich Thema Hund, Tierbedarf im Allgemeinen ab Januar. Gern in einem anderen Laden, gern in diesem Laden. Muss ich halt alles rechnen. Na? Muss ich rechnen und brauche Mitarbeiter, die da motiviert sind, sich ihr Leben zu gestalten damit. Da ja, wie gesagt, meine Hundeschule noch nebenbei läuft und ich viel auf Achse bin mit der Hundeschule. Und ja, so weit, so gut.